Habitäre miteinander! Neue Woche, neues Glück! Und zwar Heu! Wir machen Heu! Die ersten Bahnen habe ich, beziehungsweise ich habe schon ein anderes Feld gemäht. Ich freue mich total, dass wir Heu machen, aber ich muss auch weinen. Ich habe meine Drohne kaputt gemacht. Ich hätte so gern mit der Drohne Aufnahmen gemacht. Aber irgendwas lief da schief. Auf einmal hat es gekracht und die Drohne lag am Boden. Und ja, irgendwie der Kameragimbal ist jetzt wohl kaputt, aber mal schauen, ob man das wieder richten kann. Schaut jetzt nicht nach einem absoluten Totalschaden aus. Ja, Heu machen ist angesagt. Wir machen das erste Mal jetzt Heu. Ich mache das erste Mal in meinem Leben Heu. Mit dem 6320 und dem wunderschönen Klaas Korto. Baujahr 1700, ich weiß nicht genau. Aber es mäht. Das ist das Wichtige. Es mäht ab. Das hier ist jetzt nicht die fetteste Wiese, das ist ein sehr karges Stück, da liegt sogar eigentlich viel. Für das weiß jetzt hier mal echt, weil wir viel Regen hatten, viel Wasser hatten, liegt tatsächlich doch mal ein bisschen was da, ist ein sehr karger, steiniger Boden. Aber ein bisschen was haben wir, kriegen wir zusammen. Ich habe die Wiese, bin in der Form abgegangen wegen Rehen, also oder wegen Rehen, Rehe glaube ich, werden wir jetzt keine mehr finden. Aber wir haben echt sau viel Hasen hier. Ich habe auch schon einen kleinen Hoppeln sehen. Passieren soll nichts. Verhindern kann man wahrscheinlich nicht alles im Leben. Aber vor Rehen habe ich jetzt keinen Schiss mehr, weil mehr das halt andere kleine Tiere. Dann hier sind Vögel oder eben Hasen. Da haben wir echt viele. Aber ich hoffe, ich habe alles erwischt, alles gesehen. Da haben wir noch ein paar Bäume drin. Ja. Oder was heißt Bäume? Das sind eher tote Äste. Das ist eine gepachtete Fläche und da sind ein paar Bäumchen drauf, die da gesponsert wurden. Aber um die wurde sich leider nie mehr gekümmert. Also die sind im Sack. Also da hält in den meisten Konstruktionen hält nicht der Pfosten den Baum, sondern der Ast noch den Pfosten. Einer ist noch ganz gut hier. Ich glaube, wie viel sind es? 2, 4, 6, 7, 8. Und einer davon ist echt, ja, der könnte hier alles überleben. Aber wir sind jetzt mal noch mit der Gemeinde in Gesprächen. Das werden wir im Sommer jetzt dann mal uns anschauen. Und wenn es passt, kümmern wir uns gerne drum, wenn die Gemeinde mitspielt. Dann pflanzen wir da gerne neue und kümmern uns dann auch darum. Da sind einige hier gepflanzt worden in der ganzen Gemeinde. Und ja, bei einigen gab es Leute, die haben sich darum gekümmert, den anderen nicht. Und jetzt schauen wir mal. Wir würden uns da, glaube ich, schon bereit erklären, dass wir das machen. Ja, dann hätte ich gesagt, legen wir los. Ich nehme euch mit. Mähen wir mal ein bisschen. Ha? Geht echt spitze, läuft von Anfang echt gut,
Das ist jetzt mal das erste große Stück mit. Der Rest ist eher kleinflächiger oder war eher kleinflächiger. Kommt ja dann, kommen ja so noch einige gepachtete Flächen noch dazu dann. Aber jetzt vorerst, und vieles haben wir neu angesät, aber jetzt vorerst haben wir eher wenig. Und ganz ehrlich, wir brauchen jetzt auch wenig. Die Yaks, wie gesagt, fressen echt sehr stellend wenig. Sagen wir es mal so. Also denen geht es gut, die fressen tatsächlich sehr, sehr wenig. Das heißt, das, was wir jetzt hier an Heu machen, vielleicht noch mit einem zweiten Heuschnitt, mit dem Grummet, das müsste uns definitiv reichen, um über den Winter zu kommen. Und den Rest stehen sie auf der Weide und dann passt's. Wir haben jetzt sogar noch von der Weide heute ein Stück abgetrennt, beziehungsweise die ursprüngliche Weide etwas verkleinert, weil ich bezweifle, dass sie das abfressen, bevor es dann zu hoch ist. Deshalb haben wir es verkleinert. Das habe ich schon gemäht, da machen wir dann auch Heu, ist jetzt das Schönste, der quasi Ackergras. Steht auch jetzt in die Welt, aber bis die anderen zwei Parzellen, die ich für die Yaks reserviert habe, bevor die gepackt haben, ist das andere zu groß, dass es fressen. Und wenn sie fertig sind, ist das, was ich jetzt gemäht habe, schon wieder gut. Also, das passt soweit. Dann mache ich das jetzt noch gar fertig und morgen gegen Mittag, wenn wir das Ganze dann einmal zetten, einmal wenden, nehme ich euch da wieder mit. Ihr könnt noch ein wenig dabei bleiben und ansonsten bis morgen. Habe die Ehre aus unserem Landmaschinenmuseum. Ich bin frisch behutet. Gestern ging leider der alte drauf. Der passt noch nicht so, aber wird schon noch. Ja, Heu machen. Wir haben gemäht am Samstag glaube ich. Heute ist Dienstag. Hier wird schon zweimal gewendet. Hier mit unserem Deutzfahrer Wender. Habe ich vom Nachbarn erstanden. Wir haben ja vorher jetzt noch wenig Heu oder Grünland gemacht. Mache jetzt mit 50-70, nehme ich euch dann auch nochmal mit. Und hier, da, den habe ich gestern mal ausprobiert, da wird es ein bisschen huiuiui. Also mit dem Wender ist schon alles gut gegangen, das funktioniert. Klar, kannst du es nicht so schnell damit fahren und habe jetzt auch die größte Arbeitsbreite für das kleinflächige Langsitz. Aber der ist schon eine Nummer für sich. Also da muss ich nochmal ein bisschen ausprobieren. Der habe jetzt gestern ein bisschen das Problem gehabt, dass auf der einen Seite trotzdem ein bisschen in den Dreck taucht, so haben wir die Unterlenker kontrolliert. Die waren Zentimeter unterschiedlich. Vielleicht hat es der ausgemacht, die habe ich jetzt mal gleichgestellt. Aber das steht ja erst morgen an. Morgen werden wir dann wahrscheinlich pressen. Morgen Abend. Und dann gucken wir mal. Jetzt fahren wir mal zum Wenden, zum Zetten. Und dann ja, gucken wir mal. Ich dachte eigentlich, dass wir es heute schon machen, heute schon pressen, aber es war gestern Abend jetzt doch nicht so. Jetzt schauen wir mal raus und dann gucken wir mal, wie es geht. Da sind wir jetzt wieder auf dem größten Stück. Das, ja, das ist das größte Grünland, Dauergrünlandstück, das wir haben. Siehe da. Es ist für diese karge Fläche echt mal viel drauf. Ja, wollen wir schauen, was rauskommt. Wie gesagt, ich bin echt mit 5-6 Ballen, wenn ich die rauskriege. Beim zweiten Schnitt nochmal 3-4, dann sind wir echt zufrieden. So wenig wie die Yaks fressen. Passt das schon. Das Ding ist hier, hier haben wir die Obstbäume noch drin. Das sieht man klein, aber das ist schon ekelhaft, die Kurve. Ja, aber ihr seht es gleich. Ich bin
bei Fahren. Das erste Mal jetzt mit dem Deutz Fahr. Fährt glaube ich nicht mehr, aber gut so. Schaut aber eigentlich ganz gut aus. Ich mache jetzt mal noch langsamer, um es einfach kennenzulernen, die Einstellung. Und der Lenker muss sich ein bisschen was verstellen, weil er mir, wie gesagt, auf der einen Seite ein bisschen in den Dreck reingeht. Aber das, glaube ich, funktioniert jetzt alles soweit. Das kriegen wir hin. Dann nehme ich euch einmal mit. Die ersten Ballen werden gepresst auf der anspruchsvollsten Wiese am Anfang, auf unserer Obstbaumwiese, aber da steht auch tatsächlich am meisten. Schauen wir mal, ob er da überall durchkommt. Ich glaube, der erste Ball kommt raus. Unser erster Heuball. Juhu! Jawohl, ja! So, dann messen wir mal. 1,20 wollten wir haben. Und 1,10 haben wir. Aber bei uns jetzt besser zu klein als zu groß. So, 1,20 wollten wir es haben. Jetzt haben wir die 1,20. Jetzt sind wir hier auf der etwas größeren Wiese und haben jetzt schon 3, 4, ich glaube da oben ist auch nochmal 5. Wir haben jetzt schon das, was ich eigentlich. Boah, das ist mehr als ich dachte. Da geht echt gut. Thank you.
Aber deren Models. Nein, stopp. Hier haben wir El Capo. Den Mattel. Sag mal hallo. Dann haben wir die liebe Julia. Die liebe Martina. Zu erkennen an der schönen weißen Locke. Und was will ich eigentlich sagen? Das Heu ist drin. Da haben wir es. Wie gesagt, ich habe mit 5, 6 Beinen gerechnet, jetzt sind es 11. Und was mich mega freut, ich habe hier auch in der ersten Reihe 3 übereinander gebracht. Wegen den Balken hier oben war es schwierig, aber es ging echt. Also hätte jetzt nicht gedacht, dass das so funktioniert. Also, Heu, erstes Weidejagdheu 2021 ist drin. Das war's für dieses Mal. Erster Schnitt, erstes Heu. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Dann lasst ein Gefällt mir da, kommentiert, stellt Fragen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonnieren klicken. Bis nächste Woche. Habt die Ehre. Sagt sie auch nochmal was? Mortel? Anna? Julia will was sagen. Will die Julia was sagen? Was will Julia sagen? Papa?